Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black and White 2. Es geht wieder weiter. Und ja, wir haben da mal wieder ein paar Kollegen, die hier da zu uns rüberlaufen wollten. Welche natürlich hier hinten rüberlaufen wollten. Nicht irgendwo anders. So, und wie viel Prozent bin ich jetzt schon? 88% und ich sehe bei der Wand. Wenn ich jetzt hier am Boden entlang gehe, dann kommen Blümchen. Also jetzt nur wenn ich normal am Boden entlang gehe, ich muss uns aktivieren. Und wenn ich zu lange reibe, dann wird es kahl. Ja, ja, macht einen Witz draus. Erobere das Land, das bin ich jetzt gerade dran. Was haben wir so? Erfahrener Sammler, erfahrener Soldat brauche ich nicht. Lang unterhalten konnte ich auch. Ja. Jetzt wäre das ja geklärt, dann könnte ich ja nicht weitergehen. Aber was weitergehen bedeutet, weiß ich auch nicht. Oh fuck. Seht ihr es gerade? Mein Holz. Beinahe nirgendwo mehr Holz. Das ist eine dieser Probleme, die man verhindern sollte. Also vielleicht kann es sein, dass man auch aus dem Nichts noch Bäume schaffen konnte. Bin aber nicht sicher. Wenn einfach irgendwo Wasser reingießt und einen Baum wachst. Mal gucken. Jung. Wenn hier einfach Wasser reingibt, bekommt da irgendwo ein Baum. Kommen wir einfach näher wieder. Nope, sieht nicht so aus. Machen wir hier mal ein paar Bäume pflanzen und so. Warum strömt unser Volk in ihre Stadt? Weil wir besser sind. Ja, Mana habe ich momentan genug. Wie ihr vielleicht seht. Und die ganze Zeit das R machen und dann wieder aufgießen. Aber ihr seht, man kann so recht gut einen neuen Wald gründen. Am Anfang ist es vielleicht nicht so ganz leicht, aber später geht es dann wieder. Ja, das solltest du. Steiler, so ein R. Ja, so. Seht ihr, die Kreatur ist hier gerade bewässert. Sie macht einfach, statt das, was ich mache, macht die gedrückt halten. Warum kann ich jetzt gerade nicht gedrückt halten machen? So, da kann man da einfach gießen sozusagen. Ist auch noch praktisch. Kann man sich einfach ein paar Bäume gießen. Man kann sozusagen langsam hier so Bäume gießen, damit da hier ganz viel neue entstehen. Und dann einfach Wasser drauf geben. So, jetzt haben wir ein paar Bäume. Das Tier macht jetzt auch langsam Bäume. Das ob so zwischendrin Platz hätte, doch hat. Ja, da. Da hat Platz. So.
1%. War das Iglo Meeres 1%? Ich glaube, ich soll wissen, was 1% soll. Naja. Kultur sammelt Holz. Auch nice, auch nice. Keinerlei Unterhaltung, hm? Erst dort hinten. Ja gut, ich weiß auch warum die versuchen da über hier rüber reinzukommen. Gefällt mir, dass hier Soldaten näher kommen. Soldaten Dance Party. Hier haben wir einen Vulkan, so schön. Mal gucken. Es gibt einfach noch so viele Missionen zu erledigen. Oh, dann haben wir auch einen Mythen. Und das ist eigentlich noch nicht recht praktisch, wenn man das könnte, aber Mythenwunder, das wäre. Hier wäre das erste. Das kostet 400.000. Man kann sparen, ich habe schon oft gemacht, dass ich gespart habe, nach hier gekauft habe, aber. Man braucht es nicht wirklich. Was gibt es sonst noch so viele Missionen? Legefelder am Boden. Verschönerungen, ja gut, die reichen nicht bald. Das sollte ich auch bald erreichen. Das nicht. Auch nicht. Das ist auch übertrieben. Sammelt Erz, sammelt, sammelt. Gebäude bauen. Die ist, glaube ich, fertig, wenn dort zu ist. Der momentan noch offen ist. Erhöhe den Eindruck, das werde ich auch noch kurz machen und verbinde drei mit einem beeindruckten Gebiet. Kann ich nicht machen, weil ich nur ein Gebiet habe. Gerade irgendeine Mission erfüllt. Ja, Verschönerungen. Hab ich doch was abgebaut. Wir brauchen ein bisschen mehr Erz. Schön und gut, aber irgendwie ist das nicht so ganz, was ich will. Ich kann das bitte gut aufbauen. Sieht nicht so aus, als ob die Soldaten mich angreifen würden, als ob da schon mal ein Bonus. Wir sind jetzt dort hinten. Ich wollte gerade sagen, das kleinste Zimmer, das Zeugs dort. Das ist keine unendliche Quelle, oder?
Nicht mehr viel übrig. Hier oben hat es auch nicht gerade so viel. Auch nicht so eine Unmenge. Hier hinten hätte jetzt halt auch eine Mauer. Nur bauen könnte, wenn man die Stadt hätte. Hier ist glaube ich die Unendlichkeit. 58.000 hier ist Erz. Ziemlich rar, wie es aussieht. Auf der Erde hier noch rum. Gut, wie sieht es mit der Zeit aus? 10 Minuten? Okay. Ja, bau das Lagerhaus, ist gut. Ist sogar sehr gut. Holz haben wir, wie es aussieht, mehr als genug. Oh ja. Wie wir mehr als genug haben. Wow, lag, 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 lag. Was ist das für ein Gigantolag? Job mit Fertigstellung zu, aber dieser Lag nervt mich trotzdem ziemlich. Kommt hier, ihr Bürgerin. Ich möchte, dass ihr zu Minenarbeiter werdet. Bekehrte Minenarbeiter. Bekehrte Minenarbeiter. Ich hab viel Gold dabei, gut weglassen. Diese Lags nerven mich auf eine gewisse Art und Weise. Wisst ihr das? Wie weit habt ihr das mit Sirenenfutter eigentlich? Das macht auch ziemlich Eindruck. Ich glaube, die sind fertig, wenn das so leuchtet. Das heißt, ihr könnt das bald mal benutzen. Okay, ihr wollt mehr Häuser. Kann ich euch geben. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Und hier einfach nach hinten durch. Du solltest eigentlich hier berühren, Dankeschön. Und wo soll ich eine Wiese platzieren? Ob es irgendwo schön ist. Ich kann einfach mal hier dazwischen noch eine Wiese platzieren. Wenn ich jetzt Bäume auf Wiesen platzieren, dann werden sie zu Ansehensbäume krank. Wie steht das eigentlich mit euch? Wann werdet ihr erobert? Das braucht noch ein bisschen. Da muss ich wohl oder eben noch ein bisschen wachsen. Kannst du da nicht durchgehen? Berührt oder war das dort berührt? Ah, okay.
Schätze mal, die Frage ist geklärt. Aber wie bekommen wir so schnell 30.000 Erfahrung? Man kann einfach durch Massen an Bürgern eine gute Erfahrung bringen. Also auch mal ganz viele Punkte. Bekehrte Brüter. So, ganz gut. Da haben wir Töpf. Bevölkerung hochpushen, das ist ziemlich stark. Warum das jetzt schräg geworden ist, fragt mich nicht. Ich bin selber am Braten. Die haben schon wieder beinahe das ganze Holz abgefällt. Da, haben sie Bäumchen. Ich kann das eher nicht mehr machen, weil es zu sehr laggt. Jetzt Wasser und die Pflanzen, die hier rundum wachsen sollen. Und platsch, jetzt wachsen alle. Noch kurz eher machen. Wieder platsch, jetzt wachsen wieder mehr. Haben wir wieder ein paar Bäumchen. Er tanzt extrem ab. Tadid habe ich. Oh, jetzt ist der Bäumchen. Erzverarbeitung, das ist sehr praktisch. Das sag ich euch, weil man da mit Erz Vorkommen steigern kann. Und so. Ja, wenn du todmüde bist, dann geh schlafen, du schlaue Kreatur. Ich sollte eigentlich bald da ankommen, ne? Ich verstehe die nicht. Zwar mal zu, dann haben die gerade gesagt, ja, wir gehen den anderen Weg oder was. Egal, ich muss mal den Paar beten. Dann sage ich hier, bis zum nächsten Mal, Leute, ciao.